Ja. Ich traf Diarmid außerhalb des Gewölbes von Kerzenburg und erhielt meine Gruppe für eine seiner Kohorten namens Pratt. Er glaubte und legte dar, dass es Saravoks Plan sei, mich der Morde an den Anführern des Eisentrods zu bezichtigen. Egal, ob ich nun dazu gebracht werden konnte, es selber zu tun oder nicht. Doppelgänger sollten sich für mich ausgeben, damit mir die Schuld zufiele. Da meine Gruppe vom Gesetz gejagt wird und Brunos und die anderen tot sind, glaubt Saravok, dass er keine Gegner mehr hat. Er ist nach Baldur's Tor zurückgekehrt und plant irgendwie die Stadt unter seine Kontrolle zu bringen. Wahrscheinlich indem er seine Stellung als neuer Anführer des Eisentods ausnutzt. Deshalb sollte ich wohl noch einmal ihre Basis aufsuchen. Sein Endziel scheint der Krieg mit Amt zu sein, doch seine Beweggründe sind mir noch nicht klar. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Gut. Aber vorher werden wir mal in Birigost einen Zwischenstopp machen und hoffen, dass wir dort noch nicht gesucht werden. Wir müssen nämlich unsere Taschen leeren und mal ordentlich rasten. So, wir sind aus den Katakomben rausgekommen. Nichts leichter als das. Euer Leben ist immer noch eine ziemliche Herausforderung. Ihr seid des Mordes an den Anführern des Eisenthrons angeklagt und deshalb werdet ihr bestimmt unerbittlich von der flammenden Faust verfolgt. Trotzdem müsst ihr jedoch in die Stadt Baldur's Tor zurückkehren. Genau dorthin, wo sich eure Ankläger aufhalten. Ihr müsst den Verantwortlichen für eure schwierige Situation finden und ihn bloßstellen. Ihr müsst Saravok finden. Ja, das werden wir. Nur können wir da nichts überstürzen. Wir unser. Ja, Minsk. Alle sind so vertrauenswürdig wie Minsk und Bu. Vielen Dank. Ja, wie der Erzähler gerade gesagt hat, wir müssen Saravok aufhalten. Dazu müssen wir nach Baldur's Tor zurück. Aber er hat auch gesagt, dass uns das Gesetz verfolgt. Deswegen, also dass in Baldur's Tor unsere Ankläger warten, so war ja der genaue Wortlaut. Deswegen müssen wir uns erst einmal gut vorbereiten, bevor wir in die Stadt zurückkehren. Und dann ja, müssen wir gucken, dass wir Saravok aufhalten. Gut. Erst einmal müssen wir an der Kerzenburg vorbei. Zum Glück haben die keine Wachen oben auf der Mauer. Die Gelehrten fühlen sich da drin wohl wirklich ziemlich sicher. Ist auch eine ziemlich hohe Mauer eigentlich. Naja gut, wenn man sich die vom Baldur's Tor ansieht, vom Baldur's Gate. Mann, dieses Eindeutschen. Die ist doch ein bisschen höher als diese Mauer. Vom Gefühl her jedenfalls. Ich habe aber auch in Spielen Mauern gesehen, die sind gerade mal 2,5 Meter hoch, also etwas höher als einer selbst. Die können aber trotzdem immer noch ein Hindernis darstellen. Diese Türme hier, das sind... Ich glaube, die nennt man Bastionen oder Bollwerke. Die sind eigentlich ziemlich niedrig. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr. Oh, der Hüter der Pforte. Kein Fuß absteife. Nein, das bist du nicht. Halt, ihr Reisenden, um eingelassen zu werden, müsst ihr zuerst unsere Bibliothek ein wertvolles Schriftstück, einen Leitfadenstift. Der hat gar nicht gemerkt, dass wir nicht rausgegangen sind. Wir haben kein Buch, aber ich habe früher hier gewohnt. Es tut mir leid, Freund. Ich weiß, dass ihr Korions Kind seid und euer ganzes Leben lang hier gewohnt habt. Doch die Verfügung des mächtigen Ulraund lassen keine Ausnahmen zu. Für niemanden. Ja. Das heißt, wir müssen Kerzenburg jetzt wirklich ein für alle Mal den Rücken kehren. Leider ist das so. Doch unsere Reise ist nicht vorbei. Erst einmal nach Birigost, 16 Stunden. So, die Schriftrollen haben jetzt auch nachgelassen. Jetzt haben wir noch 2 Stück Schutz vor Versteinerung, die werden wir auch noch brauchen. Was? Ich will aber nicht durch ganz Birigost durchlatschen, deswegen gehen wir mal kurz nach Süden. Da dürften wir ja nicht überfallen werden. Unter meiner Würde. Reisezeit sind ja auch 0 Stunden, weil das Gebiet direkt nichts angrenzt. Leichter als das. So, und dann wollen wir erst einmal hier oben in Donnerhammer Schmiede.
um dort Zeug zu verkaufen. Also gerade magische Waffen und Rüstungen, die wir nicht brauchen. Gut. Nur ein klitzekleines bisschen mehr, kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, du hast uns schon eine super Rüstung verschafft. So, Edelsteine, Klunkerchen können wir bei ihm auch absetzen. Schriftrollen leider nicht, aber die Betäubungspfeile. Die Klunker. Die Klunker. Schilde. Kettenhemd. Diamant. So. Du hast natürlich nichts, weil du voll betränken bist. Spitzbubenstein können wir bei dir auch absetzen. Pfeile durch. Ah, den Garant. So. Und du hast nichts. Gut. Ah, das ist der Brief an Prat gewesen. Haben wir den eigentlich schon gelesen? Prat, die Fehler meiner Pläne sind zu meiner größten Zufriedenheit zusammengelaufen. Die Söldner, die mich auf Schritt und Tritt belästigt haben, sind nun hinter Schloss und Riegel, angeklagt des Mordes an Rieta, Brunus und Talton. Findet möglichst viel über das Schicksal der Söldner heraus und trefft mich dann im Baldurs Tor. Entschuldigt, dass ich euch hier alleine gelassen habe, aber ich muss in die Stadt zurückkehren, um Rietas Stellung als führenden Kommandant zu übernehmen. Wenn keine Schwierigkeiten auftreten, werde ich in wenigen Wochen Großherzog sein. Ja, deswegen werden wir dich aufhalten. Gibt es hier eigentlich noch irgendwelche Briefe? Ah ja, den hier möchte ich gern wieder haben. Den Brief an Rieta brauchen wir auch nicht. Den Brief von Sarivok. Liebe Thalisa, den Brief sollten wir auch behalten. Die Nachkommenschaft des Herrn während der Tage des Avatars, ja. Gut, dann haben wir diese Briefe und den Heldentrank. Und jetzt müssen wir die ganzen Schmuckstücke und Schriftrollen noch loswerden. Schutz gegen Frost brauchen wir nicht unbedingt. So, das Inventar ist wieder voll. Die ihre Schriftrollen können wir loswerden. Wir haben nicht viele Pfeile. Ach ja, die Waffen, genau. Den hier zum Beispiel können wir loswerden. Den hier. Und die hier. Hat sonst noch jemand was, was wir loswerden könnten? Nicht wirklich. Den können wir noch abgeben. Das und das. Das hier. Du trägst auch was. Du trägst einen Rogenbogen-Obsidian. Die Ringe nicht. Du hast zwei Ringe, die dir nichts bringen, Khalid. So, und ansonsten. Du nicht, du nicht. Und du hast eh nur einen Ring. Okay. Ja. Gut. Das heißt, wir suchen uns draußen auf dem Weg irgendwo ein Fass oder eine Kiste oder so, wo wir die Schriftrollen reinstecken können. Ah, da ist ein Sack. Da kann immerhin die vier Schriftrollen loswerden, dass die schon mal weg sind. Die brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Ja, ich hab genug davon. Du wirst meinen Absatz zu spüren bekommen, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Von wem wird die arme Frau hier belästigt? So arm scheint die gar nicht zu sein, so wie die spricht. Ja, der große Obelisk von Berigost und da ist Feldposts Wirtshaus. Da dürften wir den Schmuck und die Schriftrollen und die Tränke absetzen können. Oh, der Stadtschreier. Wo ist er denn? Da ist der Stadtschreier. Was hast du denn Neues zu sagen? Der Verbrecher Basius ist tot, der Hater Lisa hat ihn umgebracht. Er soll in unserer Stadt stets willkommen sein. Also sie. Deswegen werden wir wohl auch in Berigost nicht verfolgt. Sehr schön. Hat sich's doch gelohnt, ein Held zu sein. Ja, Ruf heldenhaft. Übrigens haben wir Untote vertreiben, Stufe 7. Fällt mir gerade so auf, was ziemlich hoch ist.
Als Paladin zum Beispiel kriegen wir erst ab Stufe 3 Untote vertreiben. Nichts leichter als das. Was haben die beiden mir eigentlich Neues zu sagen? Verbiss dich, sonst gibt's was in die Fresse. Mir. Seid so klug und hört auf den Mann, ja? Hey, klick nicht auf mich! Ich glaube nicht. Klick nicht auf mich, ich will keinen Ärger. Ich glaube nicht, dass mein Freund mal euch mag. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ihr gingt. Ja, die beiden sind auch so ein Easter Egg. Jedenfalls der eine, der sagt, hey, klick nicht auf mich, ich will keinen Ärger. Also ich als Spieler soll nicht auf ihn klicken. So. Goldring, Engelzautring, Goldkette, falsches Gegengift. Schutzring, Vampirgriff. Das normale Buch ist nichts wert, aber der Rubinring. Das Autogramm will ich behalten. Die beiden können wir mal euch verkaufen. Aber die ganzen Sachen hier. Schnelligkeitsöl will ich behalten. Oh ja, das können wir beim nächsten Kampf gegen Basilisken trinken. Ah, der Morgenstern. Und der Hammer, den hätten wir in der Schmiede verkaufen müssen. Genau wie das Wurfbeil. Mist. Hast? Nein, hast nicht. Hast will ich behalten. So. Du hast nichts, was wir verkaufen müssten. Du hast noch die Halsketten hier und die Ringe. Und du hast nichts. Gut. Normales Buch. Mal gucken, ob die eine Nebeltante das will. So, die Waffen, die können wir auch in Baldur's Gate irgendwo verkaufen. So, eine Hassschriftrolle. Oh, wir müssen sowieso nochmal zurück zum Händler. Wir brauchen Schleuderkugeln. Also einmal königlich schlafen. Bei mir ist das Bier billig. So. Was? Gut. Jetzt gehen wir raus. Heilen ein bisschen Minz, Kalid und Imuen. Ja. Mit kleinen Heilzaubern. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So. Was wollt ihr? Da wir ja die schweren Heilungen noch haben, können wir die ruhig ein bisschen verbraten. So. Jetzt sehen die schon mal ein bisschen besser aus. Nichts leichter als das. Jetzt müssen wir querfeld eingehen, wieder rüber zum Händler. Wir brauchen Pfeile eigentlich nicht. Immerhin verballer erstmal die Pfeile hier, die wir hier haben. Also so in der Reihenfolge hoffentlich. Und dann verballert sie die beißenden Pfeile und die Eispfeile, die Minsk und Kalid noch mit sich rumschleppen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Schleuderkugeln. Für Dünner hier. Wenn wir die haben, dann können wir uns auf dem Weg nach Baldur's Tor machen. So, da rein. Gut. Nur ein klitzekleines bisschen mehr, kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, ich möchte erstmal mit Minsk die drei Sachen verkaufen. So, und dann brauchen wir Pfeile, Eispfeile. Der hat schön viele Pfeile. Oh ja, kaufen wir mal wenigstens drei Stacks von den Pfeilen plus zwei, wenn er so viele hat. Ja, ach, machen wir vier Sticks draus. So. Und jetzt brauchen wir Kugeln. Die gehen mal alle an Minsk und dann verteilen wir sie. Ah, Mist, der hatte nur zwei Sticks. Okay, dann machen wir noch. So. Die Kugeln bewahren wir erstmal auf. Die brauchen wir in der Stadt hoffentlich nicht. So. Ja, Jaira hat immer noch ihre Wurfpfeile. So. Und die gehen jetzt an Dünner hier. So, gut. Alle wieder voll aufgefüllt und bereit. Lebungsstäbe.
Eigentlich könnte ich ja ebenso gut den Furchtstab rauskicken. So oft benutze ich nämlich keine Furcht. Ich finde den Furchtstab eigentlich eher lästig. Ja, nichts leichter. Weil die Gegner dann einfach wegrennen durch die Gegend. Gut. Das kann nach hinten losgehen.